Oh Gott, jetzt bin ich etwas nervös. Aktiengeschäfte sind immer auch ein Risiko. Und man würde natürlich in echt, also sagen wir mal, sowas ist ja extrem verboten, dass man Aktien zum Beispiel kauft, wenn man weiß, dass man die danach beeinflussen kann und dann der Wert steigt und sowas. Das ist ja extrem verboten. Ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, aber ist auf jeden Fall eine Straftat. Generell Aktienmanipulation ist eine Straftat. Und sowas hier wie den Chef umlegen und dann vorher, das ist natürlich auch etwas mysteriös. Sagen wir mal, der Chef von dieser Firma wird umgebracht und jemand kauft vorher für $170.000 Aktien von der Konkurrenz. Das ist schon etwas merkwürdig natürlich. Aber okay. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer, wir haben Haftbomben, wir haben eigentlich alles, was wir mitnehmen sollten. Der hatte gesagt, wir sollen die Sachen mitnehmen. Und mein Problem war jetzt nur, dass ich nicht weiß, wie der Typ aussieht und dass da ja auch kein rotes Zeichen oder so war, sondern einfach nur gesagt wurde, schalt ihn aus. Also wir müssen vor allem erstmal rausfinden, wer das denn ist von den ganzen da. Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Was ist denn dann eine gute Position? Ich muss den kompletten Weg im Auge haben. Da ist jetzt der Baum dann im Weg. Am besten ist hier vielleicht. Das Auto ist in der Nähe. Hier kann ich von der Tür bis zum Auto überblicken. Okay, wir warten. Taxi fährt weg. Schwarze Limousine kommt. Let's move it out, people! We need this area cleared! Okay. 30 Sekunden. 10 minus 30 Sekunden, oder wie man sagt. Okay, die steigen in ihre Limousinen. Gleich kommt die Zielperson. Schade, dass wir hier nicht so einen Typen haben mit dieser Zeitlupe. Also hier wäre natürlich Michael perfekt geeignet. 5, 4, 3, 2, 1. Zielperson kommt. Da ist er. Und weg. Verlasse das Gebiet, schnell, ins Auto und weg. Und tschüss. Und tschüss. Lasst mich bloß in Frieden. Ein Fahndungsstern nur. Häng die Cops ab. Ja, hat doch schon fast geklappt. Scheiße. Ach, gerade noch mal so entkommen. Der eine Stern sollte doch gleich weg sein. Okay, wir fahren mal hier in den... Ne, da will ich vielleicht nicht rein, da ist abgesperrt. Und zwei Fahndungsstern. Ach, scheiße, da waren Sicherheitsleute vor dem Ding. Und natürlich jetzt direkt den zweiten Stern ergattert. Okay, wo kann ich flüchten? Keine Polizei in der Nähe momentan. Sollen wir mal das Auto wechseln? Ist immer sicherer. Tu mal eben die Waffe weg. Obwohl, das muss ich aufbrechen. Ja, egal, komm. Wir fahren da rein. Komm schon, die haben nicht gesehen, wie ich hier reingefahren bin, oder? Der fährt dran vorbei. Und der fährt auch dran vorbei. Der fährt rein! Ah, wir sind die Cops losgeworden. Jawohl, Mission erfüllt. Der Hotelmord. 100%. 9000 Gold oder Dollar. Gold, sag ich schon. 9000 Dollar dafür bekommen und auf Gold abgeschlossen. Schön. Und was ist jetzt mit meinen Aktien? Ich habe nämlich dick investiert. Ich hoffe, das hat sich rentiert. Also noch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich erst in nächster Zeit dann, aber... Momentan... auf Gleichstand. Noch nichts passiert. Ich bin gespannt.
ob das sich ob sich das lohnen wird. So, Lester wird erstmal angerufen. Mal gucken, was er sagt. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Oh, also der Auftrag hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, denn wir haben gerade ein neues Haus bekommen von Lester, denn wir haben zu viel Geld gemacht und Franklin hat jetzt eine neue Wohnung in Vinewood Hills. Bei dem Zeichen dort kannst du deinen Spielstand speichern und dich umziehen. Jawoll, Franklin ist gerade befördert worden. Er hat gerade eine neue dicke Bude in den Vinewood Hills ergattert durch diesen Auftragsmord. Danke, Lester, du bist mein Schatz, da fahren wir jetzt erstmal hin. Handlungen in der Welt können Einfluss auf die Aktienkurse haben. Nutze wahrscheinliche Veränderungen der Kurse, um etwas zusätzliches Kapital zu verdienen. Ja, das war ja mein Ziel bei der Investition in Better Pharmaceuticals und ich hoffe, das hat sich ausgezahlt. Aber erst einmal hat sich der Auftrag so oder so ausgezahlt, weil wir haben eine neue Bude und müssen nicht mehr bei unserer Tante in dieser Bruchbude da im Ghetto wohnen. Finde ich super. Dann gehen wir doch erstmal unser neues Haus begutachten. Bin mal gespannt, was das für eine Bude ist. Meint ihr, die ist so auf dem Niveau von Michaels neuem Haus? Oder was, beziehungsweise Michaels Haus ist ja nicht neu, aber wo er jetzt seit etwa 10 Jahren wohnt, wegen dem FBI. Ich meine, wir haben es uns dann selber erarbeitet. Michael hat es ja quasi vom FBI in den Arsch geschoben bekommen. Und dann sind wir ja quasi Nachbar von Michael. Das ist natürlich auch geil, weil wir arbeiten ja gern zusammen. Das heißt, das ist eigentlich perfekt. Wir können dann nämlich immer... Ah! Pass auf, wo du fährst! Idiot. Ich wohne jetzt hier, also bitte. Tja, das ist meine Beförderung, oder? Vom Ghetto direkt in die Vinewood Hills. Besser geht's eigentlich gar nicht. Oh, hier bin ich falsch, das sind andere Leute. Nehme ich mal den Opel Insignia mit zu meinem neuen Haus. Chop ist ja bestimmt auch da. Die müssen wir eigentlich auch nochmal was machen. Es gibt so viel, was wir tun müssen. Und Chop braucht auch mal wieder Aufmerksamkeit, aber man kommt gar nicht hinterher. So viel gibt es zu tun. Ist ja ganz oben hier in den Bergen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Villa von Mad Dog in San Andreas, wo man auch oben auf dem Berg war. Da steht mein Auto und mein Motorrad. Und eine Garage. Das ist Franklins neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Was eine Villa! Woohoo! Nice. So. Jetzt haben wir nämlich einen schicken Anzug, ein schickes Auto und eine schicke Villa. Franklin hat es sich gemacht. Ist ein gemachter Mann. Mal schauen. Oh, wenn das mal keine luxuriöse Bude ist. Mit Pool. Und noch ein Pool. Ein Whirlpool und ein Pool. Ist das geil. Ist das eine Hammerbude. Aber wo ist mein Haupteingang? Ist das die Garage? Wo ist denn meine Haupteingangstür? Wahrscheinlich hier draußen, ne? Ja. Ding dong. Hallo, neues Zuhause. Oh yeah. Da sind noch meine Umzugskartons. Ist das geil. Und guckt euch den Kamin an. Ist der Hammer. Eieiei. Und der Fernseher. Ach du Scheiße. Wir sind eine Rich Bitch. Aber wo ist mein Bett? Wo ist mein Schlafzimmer? Hier auf jeden Fall nicht. Oh, hier geht's auch noch weiter. Ist ja gar nicht groß, die Bude. Kleiderschrank, begehbarer Kleiderschrank und hier ist ein Bett. Okay, dann speichern wir mal eben. Mann, der ist ja jetzt quasi der größte Barbo von allen dreien. Dickstes Haus, sieht am coolsten aus, so mit dem Bart und allem. Krasse Sache. Ist ein gemachter Mann. Doch, doch. Gefällt mir. So, an sich würde ich ja vermuten, beziehungsweise an sich würde ich auch gerne mal eine Firma kaufen demnächst, aber erstmal haben wir ja jetzt mit ihm kein Geld. Jetzt mal gucken, was machen die 8 Aktien?
Oh. Die sind schon gestiegen. Ja, schaut mal hier. Die haben eine gute Steigung hingelegt. Und sind dann momentan... 277 Dollar wert. Jetzt muss ich aber schauen, dass die nicht wieder runtergehen. Die sind ja jetzt schon gut gestiegen. Die Frage ist jetzt, soll man es riskieren und die noch ein bisschen behalten? Ja, dass man sagt, vielleicht steigt es noch mehr. Oder sagt man, okay, das hat jetzt den Höchstpunkt erreicht. Ich habe einen Gewinn gemacht von 118.000 Dollar. Man könnte wirklich noch ein bisschen warten, aber... Jetzt sind sie auf 356 Dollar pro Aktie. Man könnte halt noch ein bisschen abwarten. 118.000 momentan, das wäre schon ziemlich viel. Gewinn, ne? Ich kriege ja das alte zurück und nochmal 118.000 drauf. Also das war eine gute Investition. Danke an Lester für den Tipp. Das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Haben wir jetzt mit Franklin ordentlich Kohle gemacht. Also Aktien sind sowieso wahrscheinlich so eine Haupteinnahmequelle in diesem Spiel. Da kann man wahrscheinlich ordentlich Geschäfte mitmachen. Wo ist denn Chop eigentlich? Mal eben gucken, weil der ist hier angezeigt, aber... Choppy, Chop, Chop, wo bist du denn? Mein Kleiner, wo bist du denn, Hundi? Hier in der Garage doch nicht. Ne, da komme ich auch gar nicht rein. Chop? Chop, Chop! Another big ass mess on my property. Chop, I gotta train you to shit on the neighbor's yard. Och, Chop. Ernsthaft, so einen Riesenhaufen setzt du da hin? Drück R1, um mit Chop Gassi zu gehen. Du kannst Chop Kunststückchen beibringen. Ja, dafür brauche ich aber die App und das habe ich ja nicht. Come on, Chop. Let's go. Nehmen wir den mal mit, oder? Chop, Chop, kommst du? Come on. Wenn er mit Chop Gassi geht, kann Franklin ihn den Ball aus seinem Waffenrad apportieren lassen. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren, mein Kleiner. Ich weiß, ich habe dich vernachlässigt, Süßer. Ja, habe ich auch. Ich habe jetzt einmal in Part 4 habe ich mit dir gechillt und danach gar nicht mehr. Armer Kleiner. Komm, wir gehen mal da vorne auf die Wiese ein bisschen spazieren. Achtung, du musst nach Autos gucken, mein Kleiner. Achtung. Aber wenn die Leute nicht anhalten, kriegen die dick aufs Maul. So, komm. Wir gehen mal hier ein bisschen auf der Wiese spielen. Mein Süßer, du. Ich würde dich so gern durchknuddeln. Du bist schon ein Putziger. So, den Ball. Komm mal, Kleiner, fang! Get it, go! Ja, bring den mal her. Danke, mein Süßer. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Guck, wo er ist, guck, wo er ist. Da, lauf! Feste Ball, Chop, Chop! Feines Hundilein. Ganz ein Feiner bist du, Chop, Chop. Ja, Choppy Chop, hier hin. Come here, Chopper. Du musst mir schon den Ball bringen. Was bist du denn für ein Hund? Hör mal, muss ich den jetzt holen? Was bist du denn für ein Hundi? Okay, pass auf. Ich schmeiße, du fängst. Los! Bring it back, boy. Lauf! Aber nicht auf die Straße laufen. Chop! Chop! Nicht auf die Straße. Ja, feiner Hund. Hier, bring zu Papa. Ja, danke. Ganz ein Süßer bist du. Ich könnte Chop auch wegschicken. Nee, ich will den aber eigentlich streicheln. Wie kann ich den denn streicheln? Ach, guck mal, der ist so süß, der Kleine. Kann ich nur mit dem Ball spielen? Oh, ich kann eine Haftbombe werfen. Nee, das wollen wir ja nicht. Aber wo ist der Ball hin? Ich kann den Ball nicht mehr auswählen. Ich will doch mit Chop spielen. Hast du mir den Ball nicht wiedergebracht, hör mal? Anscheinend nicht. Och, Choppy Chop. Ja, dann schicken wir dich mal nach Hause. Hey! Wolltest du meinen Hund überfahren? Ich sag dir, das hättest du nicht überlebt. Aber er ist fein nach Hause gelaufen. Ist ein lieber Hund. Ist ein ganz ein Lieber ist das. So. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Parts sehr viel mit Franklin gemacht.
Wir haben, wir waren beim Schießstand. Wir haben mit Aktien spekuliert. Ach so, apropos Aktien, ich wollte jetzt nochmal gucken eben. Baswak. Mein Portfolio. Oh, ist sogar noch mehr gestiegen jetzt. 127.000. Ja, man muss halt auch wissen, wann ist denn der klügste Zeitpunkt zum Verkaufen? Es ist immer noch weiter gestiegen. Es könnte noch weiter steigen. Es könnte aber eben auch, ja, wieder runtergehen. Ich muss das auf jeden Fall beobachten. $129.000 hätte ich momentan alleine an Gewinn. Das wäre schon, man könnte jetzt sagen, okay, man steigt jetzt aus, nimmt die Gewinne mit und belässt es jetzt dabei. Weil es ist schon ein ordentlicher Gewinn. Natürlich, man kann immer noch spekulieren, dass dann noch mehr rauskommt. Aber man kann dann eben sich auch verspekulieren und dann kommt nichts mehr raus. Wenn das allerdings jetzt sich nochmal verdoppeln würde, würde ich mich natürlich ärgern, wenn ich es jetzt schon verkauft hätte. Aber Better Pharmaceuticals hat auf jeden Fall, ja gut, hier in dem Dings wird es nicht angezeigt. Jetzt hat sie hier wieder einen kleinen Verlust gemacht, aber... Kann es auch sortieren. Veränderungen Prozent. Wer hat denn Verluste gemacht? Müsste doch eigentlich die Firma, die... Pisswasser hat auch Verluste gemacht. Ammunition-Aktien sind viel wert. Oder BF. Fruit. Auch viel wert. Apple ist das ja. Ist aber nochmal weiter gestiegen. 130.000. Ja, ist die Frage, ob man nicht jetzt langsam aussteigt dann. Aber es ist schon ordentlich hochgegangen. Ein bisschen könnte man es noch beobachten. Dann muss ich aber noch ein bisschen jetzt mit Franklin weitermachen, auch wenn ich eigentlich jetzt mal langsam wechseln würde auf einen der anderen wieder, weil wir jetzt mit ihm viel gemacht haben. Wir können mal eben auf der Karte schauen. Ich möchte mir nämlich demnächst eine Firma kaufen. Wir können ja schon mal schauen, was es so im Angebot gibt. Okay, zum Kaufen, immobilienmäßig. Müsste ich ja eigentlich oben gucken, oder? Genau, hier, Immobilie. Also, wir könnten The Hen House kaufen, $80.000. Hookies, 600.000 kann ich mir nicht leisten. Downtown Cab Corporation, das ist ein Taxiunternehmen für 200.000. Das könnte man überlegen, ob man sich das mit Franklin dann holt, wenn man die Gewinne von den Aktien eingestrichen hat. Dann Mackenzie Feldhanger. Los Santos Customs könnte ich auch kaufen, kostet allerdings auch 350.000. Doppler Kinopalast, 10 Millionen, das könnte ich mir nicht leisten. Filmtheater Tencent, 20 Millionen, kann ich mir auch nicht leisten. Tivoli Kino, 30 Millionen. Golfclub von Los Santos, 150 Millionen. Autoschrottplatz, 275.000. Smoke on the Water, 204.000. Das wäre ja ein Unternehmen, was auf jeden Fall der Franklin mal kaufen würde. Ich würde sagen, wir kaufen mit Franklin dann das Unternehmen hier, Smoke on the Water, sobald wir das Geld von den Aktien haben. Ja, Smoke on the Water wird also meine Immobilie, meine erste. Und zwar mit Franklin dann. Dann fahren wir noch ein bisschen, wir können ja schon mal dahin fahren und dann unterwegs nochmal die Aktien beobachten und dann, je nachdem, das dann kaufen gehen. Er war ja da auch, ist da ja auch Kunde und so weiter und Immobilien sind immer gut, wenn man mal sich auf Dauer finanziell absichern möchte. Jetzt hatten wir vielleicht mal viel Geld von dem einen Raubüberfall und so, aber auf Dauer müssen wir ja auch irgendwie eine Einnahmequelle haben. Das heißt, Immobilien sind immer eine gute Sache und außerdem kann man dann auch die Gewinne waschen und legalisieren, weil man ja über die Firma das dann abdingsen kann, das Geld waschen kann. Aber schicke neue Bude hat er. Geld hat er auch gemacht, ordentlich, mit den Aktien und dem, der Mission. Man könnte natürlich auch das so machen. Man schaut erstmal in die Mission rein, guckt dann, welche Aktie bei dem Raub oder bei der Mission quasi dann hochgeht. Dann bricht man die Mission wieder ab, kauft mit allen drei Charakteren, mit allem Geld, was die haben, diese Aktien. Sagen wir mal, von allen drei Charakteren. Jetzt habe ich in dem Fall einfach nur mein ganzes Geld von Franklin ausgegeben. Ich hätte ja auch noch wechseln können und mit den anderen beiden auch noch das ganze Geld raushauen können. Bei Michael irgendwie 500.000 oder so. Wenn die sich verdoppeln, hast du schon 1 Million. Und dann mit allen einfach komplett da rein investieren und dann den Auftrag nochmal annehmen und machen. Und dann hat man natürlich bei allen drei dick Geld. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal sogar so machen. Aber jetzt in dem Fall habe ich das erstmal nur bei Franklin gemacht. Man muss ja auch erstmal das testen. Das war ja das erste Mal jetzt, also... Und ich denke, bei Lester wird es jetzt noch mehr solche Aufträge geben. Insofern ist doch super. So, jetzt hier ein bisschen durchmanövrieren. Etwas eng hier gerade mit dem Feierabendverkehr. Thank you.
Nein, da muss ich rum. Okay, da hat auch die Zeit über nichts mehr gebracht. Hier musste ich nämlich abbiegen. So, Achtung. Ach, hier ist Strandbereich. Da darf ich gar nicht mit dem Auto langfahren, glaube ich. Egal. So, hier war Smoke on the Water. Jetzt schauen wir nochmal in die Aktien rein und den verkaufe ich jetzt auch, weil selbst wenn das jetzt vielleicht noch weiter steigen würde, jetzt verkaufen wir dann. $134.000. Sie steigt halt immer noch, Mann. Ich will jetzt eigentlich nicht, aber komm. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt. Und zwar alle. Ich habe investiert 170.000. Okay, komm. Sollen wir raushauen? Ja, wir hauen alle raus. Alle verkaufen. $304.000. Zack. Von 170.000 auf 315.000. Das war gut. Das war eine gute Investition. Das hat sich gelohnt. Echter Börsenprofi. So. Und dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt einmal Smoke on the Water. Da kriegen wir pro Woche $9.300. Oh, Denise schreibt mir. Meine Tante schreibt mir. Was möchte denn meine Tante? Typisch, wie du mal wieder deine Tante behandelst. In Klammern mich. Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hab dran gedacht, dich anzurufen, aber du gehst nie ran. Also habe ich mich ein wenig umgehört und rausgefunden, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Vinewood Hills, wo du nicht hingehörst. Junge, eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, nur damit du Bescheid weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht. Ich bin da unten schon so lange schwach, aber es reicht. Jetzt bin ich stark und werde führen. Und du bist schwach. Nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt. Was, wenn ich ein Frauenkunstzentrum im Haus eröffnen will? Was, wenn ich dort Beckenbodenkurse geben möchte? Wie ich gerne sage, einmal gesindelt, immer gesindelt. Und genau das bist du, Junge. Ich habe meine Schwester geliebt, aber sie hat eine Menge Fehler gemacht. Unter anderem dich zu bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss grenzenlose Liebe erfahren, deine Tante. Was geht denn mit dir ab? Voll aggressiv, ey. Antworten wir da mal. Und zwar, meine liebe Tante macht nichts mit dem Haus. Das gehört zur Hälfte mir. Veranstalte keine Kurse und auch keine Beckenbodenübungen, gar nichts. Und sag gefälligst nicht so respektlose Sachen über meine Mutter. Sie hat nur einen Fehler in ihrem Leben gemacht und das war, dir ein Zuhause zu geben. Viel Glück mit dem Beckenboden. Die Leute haben schon immer gesagt, dass du da unten ziemlich weit bist. Weil dich in deiner Jugend so viele Typen ausprobiert haben und dann verschwunden sind. Alles gut und lass mir die Ruhe, Franklin. Okay, der haben wir geantwortet. Okay, gut. Hat sich gelohnt. Ich würde sagen, wir kaufen das Unternehmen. Ich meine, das ist natürlich viel Geld, was wir da reinstecken. Und es gibt auch wöchentlich nur 9.300. Das heißt, da muss man einige Wochen warten, bis man das wieder drin hat. Aber hey, es ist ein Weed-Shop und wir sind immer in Franklin. Also kaufen. Du hast das Smoke on the Water gekauft. Dieses Geschäft verkauft medizinisches Cannabis an Patienten mit einem entsprechenden Rezept. Der wöchentliche Gewinn beläuft sich auf $9.300. Ich hoffe, man muss das nicht mehr abholen, sondern das wird überwiesen. Gelegentlich könnte dich der Manager bitten, ihm bei seinen Geschäften zu helfen. Immobilie gekauft, Smoke on the Water. $204.000 das Ganze, aber wir haben immerhin gerade gut Geld gemacht über Aktiengeschäfte. Und man muss auch irgendwie mal, wie gesagt, sich einen richtigen Verdienst anschaffen. Haben wir gemacht. Wieder ein Punkt von meiner Strichliste weg, nämlich eine Immobilie zu kaufen. Ansonsten, Smoke on the Water schreibt mir schon. Eine E-Mail wahrscheinlich, ne? Ja. Hallo Franklin, du bist unser neuer Eigentümer, oder? Wenn nicht, vergiss diese E-Mail einfach, Mann. Wenn doch, willkommen in der Marihuana-Industrie. Alles 100% legal und nur für medizinische Zwecke. Wir retten Leben. Ich sag dir Bescheid, wenn sich irgendwas tut. Aber mach dir keine Sorgen, ich führe den Laden peinlich genau. Nimm's leicht, Jared. Smoke on the Water. Tja, jetzt haben wir unser eigenes erstes Unternehmen. Und lustigerweise war der erste Unternehmensgründer bei mir Franklin, der eigentlich ja der aus dem Ghetto war. Aber der hat jetzt ein dickes Villa. Eine dicke Villa, ein geiles Auto und einen eigenen Laden, auch wenn er da nur Weed verkauft, aber egal. So, und jetzt haben wir bei ihm noch 5 Aufträge. Wir schauen mal eben, wir haben nämlich einen bei Franklin selber, dann haben wir, und zwar da, dann haben wir noch einen bei Lester, das ist wahrscheinlich wieder diese, wieder so ein Kill. Dann haben wir noch 2 Fragezeichen und wir haben hier noch, was ist das? Barry, können wir auch noch hin. Okay, haben wir einiges zu tun bei ihm und beim nächsten Mal wechseln wir aber jetzt erstmal dann auf Trevor, da haben wir nämlich auch noch 6. Und ansonsten haben wir ja schon wieder einiges geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag und alles Gute, euer Walle. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ich mache mal eben einen Quick Save und dann,